Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Auf Taiwan sind am Montag hunderte Lampions in die Freiheit entlassen worden. Einwohner und Touristen feierten damit ein Herbstfest. Das Bergdorf Pingsi, von wo die Laternen ihre Reise starteten, war früher auf solche Lampions angewiesen. Sie wurden zur Verständigung mit Bewohnern anderer Dörfer genutzt, später auch, um gute Wünsche für das neue Jahr zu übermitteln. Umweltschutzgruppen haben den Brauch kritisiert, zu viel Plastikmüll bleibe in der Natur zurück. Die Veranstalter des Festivals haben versprochen, den Müll später wieder einzusammeln.